Und damit moin moin und herzlich willkommen ihr FIFA-Zocker zu einem weiteren Tipps und Tricks-Video von mir vom Badeschlappen. Und zwar geht's diesmal um die FIFA 13, ja, Tormusik, Einlaufmusik und so weiter, wie man die denn in FIFA 13 einfügt. Ihr hört's im Hintergrund und ihr seht das Bild auch hier, Borussia Mönchengladbach, die Einlaufmusik, die ich erstellt habe, beziehungsweise die ich eingefügt habe. Und ich möchte euch heute am Beispiel ja auch wieder von Gladbach, und zwar diesmal an der Tormusik zeigen. Und zwar geht ihr einfach auf den Desktop, sucht euch euer Musikstück raus, das ihr haben wollt, in dem Fall hier von mir, Borussia Mönchengladbach, die Tormusik. Geht dann hier drauf, öffnen mit, zack, zack, öffnet's mit dem Windows Media Player. Wenn ihr das hier so habt, dieses kleine Ding, dann geht einfach da oben drauf zur Bibliothek, wechseln, dann seid ihr nämlich da drin. So, dann habt ihr hier, hier haben wir es, Borussia Mönchengladbach, Torhymne, Stadionversion, perfekt. Geht hier oben rechts auf Listenoptionen, Liste speichern unter, dann in die eigene Musik und speichert sie. Ich habe es jetzt hier schon unter Gladbach Goal gespeichert, also ist schon drin, muss ich jetzt nicht mehr machen, einfach speichern drücken. Genau, wenn ihr das habt, geht ihr wieder ins Spiel zurück und macht das folgendermaßen. Und zwar geht ihr nämlich hier durch, ups, FIFA anpassen, dann auf Musik und Gesänge, eigene Musik und Gesänge. Dann Ligen und Teams, Audio anderer Ligen und Teams bearbeiten, geht ihr eben drauf. Sucht euch eure Mannschaft aus, wir machen es jetzt zum Beispiel, ja wie gesagt, bei Borussia Mönchengladbach, Torerfolg, Team. Dann, ich habe es ja schon drin gehabt, aber ich mache es nochmal, Gladbach, Goal. So, dann nämlich hier, müsst ihr aufpassen, für ausgewählte Ereignisse alle Teams der Liga, dann wäre es jetzt bei jedem Team der Bundesliga diese Gladbach-Tormusik. Deswegen für ausgewählte Ereignisse, dann ist es nur hier drin, wir können nochmal gucken, hier überall Standard und bei Gladbach das hier. Jawohl, dann hätten wir das. Und ja, dann geht ihr einfach ins Spiel, zockt ein bisschen, schießt ein paar Tore und dann hört ihr diese Tormusik im Hintergrund, wie es eben gerade tut. Und damit verabschiede ich mich mit diesem kleinen Tipps und Tricks Video. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, einfach in die Kommentare schreiben oder wenn ihr auch eine Frage habt zu einem neuen Tipps und Tricks Video, sprich, wenn ihr irgendwas nicht kapiert in FIFA 13 und es gerne wissen möchtet, schreibt es doch einfach rein, mir eine persönliche Nachricht oder auf Facebook, wo auch immer. Ich versuche es dann zu beantworten, vielleicht sogar in einem Video. Bis dahin, euer Badeschlappen. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und vielleicht sogar ein Abo dalassen. Würde mich freuen. Bis dahin. Servus.